Aber jetzt hab ich Hände und keine Flügel. Ich sollte in die Lüfte steigen? Wo ist der? Du willst den Griechen? Ja, dahin, wo die Schweine fliegen. Aber, Gnädigste, kein Grund, unhöflich zu werden. Wieso? Wo sollte Achilles Aufenthaltsort sonst liegen? Er ist einzigartig. Ein minzesuchendes, fliehendes Schwein. Really? Und gehört mir, er trägt mein Zeichen. Gemalt in leuchtenden Farben. Kannst ihn bei den Windrädern der Ebenen erreichen. Hab ich eine Schuld bei dir zu begleichen. Inventarmenü öffnen. Hier sind meine Quests. Grau im Garten, Rubella in Not. Oh, wir haben Quests. Oh, wie gut. Suche bei den Windrädern nach dem fliegenden Schwein. Eine Kapille ritzt Achilles mit leuchtender Tinte ihr Zeichen ein. Vertreib am blühenden Baum in Odessa alle dunklen Kreaturen aus Avalons Garten mit Gewalt. Hilf, damit Rubella ihren Bruder aufspürt, zum Zirkus in der Ebene, die so nahe uns führt. Ich weiß, haben wir jetzt schon fertig. Da würde ich sagen. Ich steige die LP permanent. Wie kann ich ihr das geben? Benutzen. Sehr gut. Nein, warte mal. Inventar. Ich stecke die MP, die HP können wir hier noch steigern. Ich meine, die kriegt ja auch, sie muss ja auch stark werden. Und eins geben wir noch dem Magier. So. Sehr gut. Er wieder ein bisschen stärker geworden. Ein Geschenk der Dame des Waldes. Wozu sie? Ist sie gut? Okay. Ich würde sagen, wir kommen von hier, ne? Wir gehen mal zum Haus. Oh, wir sind durch den Spinnen durch. Ach nö. Okay. Wir müssen also mal zurück. Oh ne, bei den Spinnen vorbei. Ach nö, ich will nicht. Hab mir's überlegt. Können wir doch was anderes machen? Geh weg. Naja, lass mich in Ruhe. Ich sehe es gar nicht. Naja, lass mich in Ruhe. Sieht voll eklig aus. Und das ist dieses noch dazu, das ist noch ekliger. Hier war der Altar. Hier rechts müsste irgendwo doch schon. Hier rechts müsste irgendwo doch schon der Hof gewesen sein mit dem Baum. Lass mich in Ruhe. Hier. Oh. Wieso immer Spinnen? Dankeschön. Die Spinne muss jetzt weg. Oh oh. Ah, da kommt ein Stein geflogen. Feuer. Oh ja.
Na gut, die können jetzt eher angreifen. Das macht jetzt keinen Sinn, die. Dankeschön. Jetzt gibt's nur noch die Glocke hier. Bong. Können wir uns aufhalten? Ja, nein, der hat eine Tempoerhöhung drin. Das geht nie. Ja, das geht nie. Mach schon vor. Oh, oh. Ah. Unterbrochen worden, lang. Oh, das macht auch Feuerschaden. Ach stimmt, ich hab in der Waffe Feuer reingebaut. Haha. Komm schon, überholen, 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 überholen. Jawoll. Unterbrechen bitte. Hau ihn mit dem Schlag. Mit dem Stock, genau. Super. Hier brauchen wir nicht. Das packen wir so. So, kurz auffüllen. Perfekt. Und wegmachen. Patsch. Genau. Und da war er auch schon weg. Sehr schön. Jo. Oh. Hat er eine Aktion bei Uplay gekriegt? Wieder ein Level-Up, alle. Ach, schön. Level, Level, Level. Unaufhaltsamkeitselixier. Klingt schon mal gut. Bravo, Mann, mit Bart. Seid ihr ein Magier? Das kann man wohl sein. Kommt zum Zirkus. Versucht euer Glück. Sie lädt dich zur Probe. Auf welch Plaisir? Auf einer Bühne? Machst du Witze? Verfüttert mir lieber jährlich an ein Greifentier. Eieiei. Das war's aber noch nicht, ne? Noch die hier wahrscheinlich. Selbe Spiel noch. Das ist so eklig. Oh, ist das widerlich. Entschuldigung, das ist so. Na gut, die können es unbedingt angreifen. Das aufzuhalten, ja, ist Quatsch. Oh, die kriegen einen Speedboost. Und? Sehr schön. Unterbrochen, unterbrochen. Ah, nee, das kann ich nicht aufhalten. Ja, da können sie mich wenigstens nicht unterbrechen, das ist schon mal gut. Für die Kämpfe brauche ich jetzt keine MP erst. Das wird nichts bringen. Ah, das kriege ich nicht aufgehalten. Schnell. Ja! Perfekt. Läuft doch. Mal nochmal auffüllen. So. Wieder eine Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Ich finde es aber gut, dass alle in der Gruppe dann die EXP davon bekommen. Du gehst auch dazu, nehme ich an. Oh, du verdammt. Au, kam ein Stein von oben. Ja, unterbrochen. Healing unterbrochen. Mist. Das kann ich jetzt healen kurz. So, die wird unterbrochen dadurch. Oh, ist gut besiegt. Sehr gut. Erschütterung. Nein, hör auf. Au. Tsch. Der trifft aber jedes Mal. Aua.
Nee, nee, warte. So. Haben sich mal unterbrochen. Jetzt geben wir den Rest. Sehr schön. Oh, der Typ da. Blendung, Blendung. Mist. Ah. Ich schiebe mich noch mal ganz kurz sicher, ne? Jetzt können wir es ja machen, jetzt ist es ja super. Wir sind jetzt die ganze Zeit immer wieder mit denselben, HP und so hier reingegangen in den Kampf. Ich sehe noch mehr Überraschungen kommen, da heal ich uns kurz mal. Die MP-Erfüllung wäre auch nicht verkehrt. Na, das können wir noch, sehr schön. Und da war auch weg. Sehr gut. Juhu, Stufenaufstieg. Und da hätten wir es doch schon geschafft. Ach, da ist er doch, der Opa. Nix wie raus aus dem vermaledeiten Dorf, sag ich dir. Geplündert hat's so ohne mir. Was? Mein Herr, befreit ist euer Garten von jeglichen Kreaturen. Höchste Zeit, überall wächst Moos. Es ist zum Kotzen, sag ich dir. Mein armes Jünzeug, alles im Eimer. Über eure Belohnung könnt ihr wahrscheinlich nicht motzen. Tut mir leid, Aurora, es spricht verbittert. Kein Wunder, der ganze Garten ist verwittert. Aber kannst du ihn vielleicht in ein Rotkehlchen verwandeln? Aufgabe erfüllt. Grauen im Garten. Geschliffener Turmalin mal 4. Schön. Ich weiß, ihr wollt eine Ehre machen. Verschwindet. Lasst mir in Ruhe mit meinen Sachen. Okay. Pass auf, Pani, dass hier wieder irgendwas. Du weißt schon, ne? Da war was. Das habe ich jetzt verpeilt, okay. Gut, die sind alle in diesem Stock hier. Sehr schön. Freue ich mir. Ja, alles klar. Das sind Anfangsviecher. Alles gut. Die sollten kein Problem werden. So, hat er noch die Spinneblatt. Und Patsch. Ja, gut, da kann ich ihn diese aufhalten. Oh, Verlangsamung. Denkst du, das hilft? Ciao. Das hat nicht geholfen, sage ich dir. Oh, jetzt habe ich die Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Juhu. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück. Dann gucken wir mal. Wir haben noch zwei andere Quests. Oh, nee, nee, nee. Lass mich in Ruhe. Also, es gibt noch ganz, ganz viele Truhen auch zu finden. Reisen wir wieder zurück zum Dornenbaum. Man glaubt es kaum. Ah. Ja, dieses Geräusch, wenn ich dann so. Oh, das ist so. Das geht gar nicht. Ich will hier raus. Oh, graus. So, schon geschafft. So, Schweinchen, ne? Du willst ja anlocken, indem du die Ringe machst. Da hast du uns gesagt, such bei den Windrädern nach dem fliegenden Schwein. Ein Capelli geritzte Achilles, ja. Okay, also wir können jetzt theoretisch, warte mal. Wir haben jetzt keine Quest mehr, die irgendwie zurück. Oh, warte mal. Was ist hier? Kann hier noch nicht lang, okay. Also vielleicht später irgendwas. Huh? Ah, guck mal. So, in die Richtung bitte. Einmal kurz gehen. Dankeschön. Ah.
Verzeiht das Höchste vom Hohen, habt ihr es auch nie davon hörte. Ja, das, ey, das. Es tut mir echt leid, ich würde es gerne alles vorlesen, aber das geht zu schnell. Wohin genau führen uns unsere Schritte? Fragt mich doch was etwas Leichteres, bitte. Wartet. Habt ihr etwas vergessen? Ganz genau, nehme ich mir. Erst letzten Monat wurde ich 13. Bin jetzt Mann, versteht ihr? 13 mit einem Bart, mit diesem Bart. Wir Kapilli altern schneller hier. Aber ich hab's verbockt. Jos Vater warf mir raus. Helft mir, mutig zu sein, wie ein Stier. Na gut, folge einfach unserem Licht. Nur bitte schnarche nicht. Recht hat sie, darauf bin ich nicht erpicht. Okay, also hier geht's weiter, das ist richtig. Warte. Links zu den Rambert-Ebenen. Waren die Rambert-Ebenen Windrädern? Warte. Rambert-Ebene, das sind die Windräder, alles klar. Also, das passt. Jo. Oh, was bist du denn? Was ist das? Ein Baummenschling-Dingens, Kirschens. Kontert körperliche Angriffe. Also muss ich ihn mit Magie angreifen, wenn möglich. Ja, der kontert. Okay, ihn muss ich mit Magie angreifen. Ah, den Hund kann ich nicht aufhalten. Sniper-Style. Okay. Das Problem ist... Nee, Heilung nicht, Quatsche. Dann gehe ich mit dem auf den. Und er hier macht natürlich Feuerangriffe auf ihn. Und damit ist er sogar unterbrochen. Okay, schießt, au. Er hängt aber schon im Kopf, also das war schon zu viel für ihn. Mach's gut. Und bam. Ciao. Ich guck mal, ob ich die offscreen, ob ich die jetzt auch heilen kann direkt. Oh. Warte mal. Inventar. Heiltonikum, sie ist geheilt. Sie braucht's nicht. Er und er. So, jetzt bräuchten wir noch. Ich habe keinerlei MP-Auffüllung. Hier. Starker Feen-Nektar. Warte mal. Das ist eigentlich voll schön, ne? So Feen-Nektar. Voll gut. Ich muss da mal so ein paar Screenshots machen. Die gefallen mir sehr. Die ganze Aufmachung. Den Zaubertrank. Oh, super. Nur einer oder sind es mehrere? Das ist gut. Den kriegt... Nein, den kriegt jemand. Den kriegt der Mage. Dass er wieder seine MP auffüllt. Sehr gut. Oh. Links zu den Rambert-Ebenen. Oben komme ich nicht lang. Ach du, nein. So eine Nummer.
Jetzt nach oben. Okay, da haben wir nämlich die Kiste. Warte mal, hier gibt es doch noch. Nee, hier. Herstellen. Für einige Okuli zu Sternen-Okuli herzustellen. Ich drücke den Herstellungsbutton. Okay. Geschliffener. Oh, wir haben geschliffen. Oh, wow. Okay, das ist cool. Ja, warte mal. Entfernen. Zurück. Okay, da kann ich den entfernen. Und kann den reinpacken. Das ist natürlich gut. Hier gibt es den grünen. Kriege ich den, wenn ich den entferne? Den kriege ich. Und hier unten ist nochmal rot. Ungeschliffener Rubin. Max LP. Warte mal. Wenn ich die entferne, ne? Okuli herstellen. Wenn ich jetzt. Kriege ich nichts. Ungeschliffener Diamant. Ungeschliffener Zitrin. Was bringt denn der? Ja, was bringt denn der? Ich will das erstmal wissen. Na, egal. Komm. Auch mal den. Ist noch blau dazu. Amethyst. Was bringt denn der? Ah, das sehe ich gleich. Okay, warte. Ja. Ich schliffe noch. Können wir auch hinmachen. Was bringen die denn? Was bringt der? Gib mir zusätzliche 5% EP nach jedem Kampf. Oh, das ist auch nice. Erhöht die Chance auszuweichen um 5. Ah, okay. Magieschaden um 10. Ja, den machen wir hier rein, würde ich sagen. Und hier bringt. Erhöht die Magie um 4. Bestimmt die Vorbei 3%, so nice. Gewährt eine 10% Chance. Angriff fern. Das ist natürlich auch echt nice, ne? Okay, warte mal. Der hier. Den großen habe ich nicht. Angriffe Verursachung mit einer. Das Sekunde dauert auch nice, ne? Fügt im Nahkampf Lichtschaden hinzu. Licht ist stark bei Dunkelheit. Was hat er jetzt drauf? Kann er Wasserschaden hinzu. Mach mal Licht dazu, das ist ja viel besser. Er greift ja eh nur nah an. Er macht eigentlich einen Fernkampf.